So, wir sind wieder zurück in unserem Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Hier haben wir ja gestern aufgehört, als wir zugeteilt wurden. Es müsste jetzt quasi, obwohl es draußen so hell ist, Abend sein, aber vielleicht ist auch schon der nächste Tag. Und ich wollte hier nochmal schauen. Genau, hier können wir uns also noch weiter verändern und wir können tatsächlich alles verändern. Ja, das ist cool. Leider können wir uns noch nicht umziehen oder so. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir reden nämlich mit Rowan. Die möchte uns irgendwas sagen. Ja, was für ein Zufall, dass wir beide in Ravenclaw gelandet sind. Möchten wir? Nee, wir... Ja, eben. So. Okay. Ja. Oh, was ist denn das für ein Arsch? Oh. Also unser Bruder war auch ein Ravenclaw. Naja. Wie gemein der ist. Ja, habe ich dir gesagt, Rowan. Okay. Oh, gut, wir haben Kräuterkunde und Verwandlung. Auf was freuen wir uns am meisten? Nee, meinen Bruder wollen wir nicht finden. Ich finde tatsächlich Zaubertränke echt cool. So. Okay, also jetzt ist Nacht. Und jetzt ist jetzt der nächste Morgen. Wahrscheinlich schon. Ja, genau. Jetzt schließen wir unsere erste Lektion ab, nämlich Lumos. Ich denke, das ist im Unterricht dann. Schauen wir mal. Das ist wieder sowas, was so lange lädt. Weiß nicht, das finde ich tatsächlich so ein bisschen blöd, aber kann man nicht ändern. Ja, wow. Bin echt gespannt. Gerade ist das Gameplay ja noch so ein bisschen geführt und man kann nicht wirklich was alleine erkunden, aber ich hoffe, dass das später läuft. So, wir sind jetzt in den Osttürmen. Hier haben wir auch Astronomie, den Astronomieturm, Wahrsagen, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und haben wir noch was? Ne, da geht's dann nur zurück. Na gut, gehen wir mal ins Klassenzimmer für Zauberkunst und lernen Lumos. Bin so gespannt, was wir da jetzt machen müssen. Weiß nicht, ich glaube, ich werde versagen. Je nachdem, was wir da jetzt so machen müssen, spielen müssen. Na gut, gucken wir mal. Hallo? Oh, ich mag das nicht. Ich glaube, wir verbringen die Hälfte des Let's Plays damit, irgendwie zu warten, dass es weitergeht. So, jetzt sind wir hier wieder im Klassenzimmer für Zauberkunst. Und da ist auch schon Flitwick. Und da wir hier sonst nichts machen können, sprechen wir direkt mit ihm. Oh, du kleine Schleimerin. Okay. Es ist aber auch krass, wie oft ihr Bruder da so angesprochen wird. Ob das ein bisschen Hinweise sind? Was bin ich? Oh, ich bin auch sehr rebellisch. Oh, bitchy. Okay. Oh nein, das klingt gar nicht gut. ja, das wissen wir ja auch alles. Wir kennen ja den Lumos-Zauber. Lumos! Okay. Cool. Ja, und jetzt? In diesem Fach musst du Aktionen ausführen, um Sterne zu verdienen. Verdiene 2 Sterne, um Lumos zu lernen. Starten. So. Und jetzt? Jetzt lädt es wieder. So, wir sind jetzt beim Lumos-Vortrag von Professor Flitwick. Ja, und das lernen wir jetzt. Gut. Führe Aktionen aus, um deine Sternenleiste aufzufüllen. Okay, warum leuchten die so? Ah, okay. Worte aufsagen. Und da verlieren wir jetzt auch tatsächlich wieder unsere Energie. Wobei wir die manchmal auch wieder aufgefüllt bekommen. Und hier sind noch mehr Leute. Okay.
Ja, das ist ja noch ziemlich unspektakulär, aber wir haben schon mal den ersten Stern verdient. Wir können jetzt eine Prämie wählen. Ich werde, glaube ich, den Diamanten nehmen, weil Münzen haben wir eigentlich recht viele und Energie ist ganz aufgefüllt. Und Diamanten, wissen wir ja, die sind immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen schwerer zu bekommen. Okay, jetzt müssen wir eine Frage beantworten. Was entsteht mit dem Zauberspruch Lumos? Natürlich Licht. Bitte. Okay. Hey, es ist sogar richtig. Wer hätte das gedacht? Okay. Und jetzt konzentrieren. Okay, das ist so ein bisschen lamer, als ich dachte. Aber ja. Ach, hier ist was. Habe ich gar nicht gesehen. Gut, dass sich das bei uns irgendwie immer noch auffüllt. So, jetzt müssten wir es doch geschafft haben. Ja! Sehr gut. Und wir nehmen uns nochmal so einen Diamanten. Es ist Zeit für deinen Lichtzauber. Ah, schau mal. Yay, ich glaube, wir können's. Super. Wir haben Lumos gelernt. Ja, sie hat eine coole Siegpose. Und bekommen nochmal 5 Edelsteine zur Belohnung. Damit haben wir jetzt sogar schon 7 Stück. Okay, und wir haben Gegenstände freigeschaltet. Das sah nach Frisuren und etwas zum Anziehen aus. Oh, er freut sich. Wow. Wir sind richtig gut, habe ich so das Gefühl. Ich bin ein Naturtalent. Ja, und jetzt geht es weiter zu Professor Snape. Oh, was ist das hier? Ach so, genau. Zauberkunst haben wir jetzt hier den Lumos gelernt und der Rest ist noch nicht bereit. Gut, dann können wir jetzt weitergehen zum Heiltrankunterricht. Oh, da laufe ich lang. Oh, wie cool. Oh nein, das ging gar nicht gut. Oh nein, Merula, eine böse Slytherin. Oh, was ist denn das bitte für eine? Oh. Gib's ihr, Rowan. Oh, aber Rowan ist ja jetzt auch so eine richtige, weiß nicht, das ist jetzt nicht so das Klügste, was sie macht. Naja. Ich lenke sie, glaube ich, ab. Also möchte ich mit dir streiten. Ich streite mit ihr. Ah, oh, Tapferkeit, Empathie und Wissen. Und ich habe gerade, glaube ich, Tapferkeit erhalten. Oh. Oh, weißt du, also Rowan hat echt nicht so das beste Charisma und die beste Diplomatie. Oh, oh nein. Und schon wieder wird sie auf ihren Bruder angesprochen. Okay. Oh, nein, ey, sowas. Das ist so ein weiblicher Draco. Was machen wir denn jetzt? Verspotten wir sie? Drohen wir oder reden wir ihr Vernunft ein? Ach komm, wir halten uns mal gut mit ihr und reden ihr Vernunft ein. Ach ja, wir wollten sie echt auch nicht als Freundin haben. Aber okay. Und ja, das ist jetzt nicht so gut. Ah, Professor Snape. Ach, wie cool er gerade. Habt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber er hat so gerade so gekrummelt. Okay. Ach, Rowan, ne? Rowan ist tatsächlich nicht so die coolste. Oh, schaut mal, da ist Dobby. Was, Dobby? Ach, wie süß. Okay, hier sind Küchen, der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Da geht's weg. Hier ist Zaubertränke und da ist der Slytherin-Gemeinschaftsraum. Okay, naja, gehen wir schnell zur Zaubertränke rein und trauen wir einen Heiltrank. Das wird sicher lustig. So, da sind wir.
Und da ist auch Professor Snape. Das erinnert mich gerade voll an, ich habe so ein Computerspiel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Da muss man auch mal in das Zaubertränke-Klassenzimmer und irgendwelche Tränke brauen und viel Saft trank und so. War immer voll lustig. Da sah es genauso aus. Wow. Yay! Bester Spruch. Okay, das ist halt schon wieder sehr viel Infos, die wir alle kennen. Und heute stellen wir einen Heiltrank gegen Furunkel her. Ach, ich hoffe, wir können das. Ach nein. Nein. Ich ahne Schlimmes. Naja gut, fangen wir an und starten diesen Zaubertrank. Ich weiß gar nicht, was es immer mit einer Stunde soll. Gut, jetzt müssen wir hier wieder alles erfüllen. So, den ersten Stern haben wir schon mal. Und ich glaube, ich wähle jetzt mal das Geld, dann haben wir davon ein bisschen mehr. Und dann geht's weiter. Okay. Oh, das war nicht gut. Genau sowas ist, was ich nicht kann. Oh, ist das ja böse auf mich. Oh nein, wie sie schaut. Also, oh nein. Oh, wie böse. Okay. Ah, jetzt. Okay. Das können wir doch wieder. Nicht so anspruchsvoll. Und da hinten. Okay. Ja, jetzt haben wir es doch geschafft. Und ich wähle jetzt nochmal so einen Diamanten aus. Ich fürchte. Hervorragend. Ich hoffe, er ist gut geworden. Sie freut sich auf jeden Fall schon mal. Oh, ich glaube, da passiert was Schlimmes. Nein, es hat wohl wirklich alles geklappt. Das ist doch schön. Und wir haben den Heiltrank gegen Furunkel gelernt. Mal schauen, ob Snape jetzt noch irgendwas sagt. Okay, ja, das denke ich nämlich auch. Wie Rowan sich einfach freut. Rowan dachte eigentlich immer, dass sie so die allercoolste ist und jetzt lernt sie, dass sie es nicht ist. Oh nein, was passiert jetzt? Nein! Oh Gott! Das war doch bestimmt diese Slytherin. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Oh nein! Die! Ja, auf jeden Fall. Das klingt gar nicht gut. Oh nein. Oh, das tut mir gerade echt leid. Okay, aber wir können sagen, dass Merula uns sabotiert hat und das machen wir einfach. Oder? Können wir das machen? Ja. Okay. Mal gucken, ob das gut ausgeht. Dass die nochmal ihr Pferd wegbekommt. Und immerhin haben wir nicht mehr Hausbuch bekommen. Das ist doch echt gut. Das ist wirklich so eine richtige Bitchy Bitch. Oh. Als ob jetzt was geschehen würde. Naja, gut. Wir haben das zweite Kapitel Willkommen in Hogwarts abgeschlossen. Und ich denke, damit schließe ich auch den dritten Teil des Let's Plays ab. Ja, irgendwie war das Let's Play nicht ganz so spannend wie bisher, was wahrscheinlich daran lag, dass wir einfach wahnsinnig viel Zeit damit verbracht haben, irgendwie irgendwas zu brauen oder zu zaubern. Aber immerhin können wir schon mal Lumos und den einen Heiltrank. Und wir haben uns sogar schon eine Feindin gemacht.
gemacht, was natürlich irgendwie abzusehen war. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit einschaltet. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird.